Commander? Connor. Etwas Neues zu Lee? Noch nicht. Verzeih mir bitte, ich war abgelenkt. Einige Nachschubkarawanen für das Lager sind verschwunden. Jemand hat uns verraten. Ein Verräter namens Benjamin Church, gerade freigelassen worden, ist auch verschwunden. Das hängt doch bestimmt damit zusammen. Was hat er verbrochen? Man erwischte ihn, als er den Loyalisten unsere Truppenstärke verriet. Einschüchterungstaktik, sagt er, um Krieg zu verhindern. Eine Lüge. Ich werde Church für dich finden. Warum? Hast du einen Grund zu helfen? Ist das wichtig? Wie du meinst. Ich hörte von Zwischenfällen entlang der südlichen Straße. Vielleicht ist er verantwortlich. Ich schlage vor, du beginnst deine Suche dort. Ah, Connor. Was haltet ihr von meiner Arbeit bisher? Die Männer sind stärker, fokussierter. Es ist gut, dass du hier bist. Zu freundlich. Gott weiß, meine Reise war äußerst unsicher. Wir haben viele eigenartige Dinge probiert, um hierher zu kommen. Ich kleidete mich als Frau Connor, um britische Spione zu täuschen. Wusstet ihr das? Das ist mir neu. Als eine Frau, sagst du? Es ist wahr. König George hatte unsere Überfahrt bereits in Bordeaux gestoppt und drohte, mein neues Schiff, La Victoire, zu kapern und mich zu verhaften. Aber ich bin ein sturer Bock und ließ mich nicht davon abhalten. Also ritten wir nach Spanien und bezahlten dort für die Überfahrt. George's Spione hatten uns auf Schritt und Tritt verfolgt. Eine Verkleidung war die einzig verbliebene Chance. Mon Dieu. Niemand bezweifelt deine Hingabe. Du bist von unschätzbarem Wert für die Sache. Du tatest, was getan werden musste. Ich bin sicher, ich hätte dasselbe getan. Aber natürlich hättet ihr. Das ist das Mindeste. Connor, ein letztes Wort? Warte. Eine schlechte Wahl. Willst du Church überwachen? Aufpassen, dass er genug stiehlt für deine britischen Brüder? Benjamin Church ist kein Bruder für mich. Auch die Rotröcke nicht und ihr närrischer König. Ich rechnete mit Naivität, aber das... Die Templer kämpfen nicht für die Krone. Wir wollen dasselbe wie du, Junge. Freiheit, Gerechtigkeit, Unabhängigkeit. Aber... Aber was? Johnson, Pitcairn, Hickey. Sie planten Land zu stehlen, Städte zu plündern, den Mord an George Washington. Johnson wollte Land besitzen, nur um es zu schützen. Pitcairn wollte die Diplomatie vorantreiben, die du verpfuscht hast, um einen Krieg vom Zaun zu brechen. Und Hickey? George Washington ist ein schlechter Führer. Er hat beinahe jede seiner Schlachten verloren.
Der Mann ist gezeichnet von Wankelmut und Unsicherheit. Sieh dir nur Valley Forge an und du musst mir recht geben. Ohne ihn sind wir alle besser dran. Hör zu, ein Kämpfchen mit dir in allen Ehren. Aber Benjamin Churchs Maul ist so groß wie sein Ego. Du willst die gestohlenen Vorräte. Ich will ihn bestrafen. Unsere Absichten sind im Einklang. Und was schlägst du vor? Waffenruhe. Etwas gemeinsame Zeit tut uns gut. Nun, du bist mein Sohn, trotz allem, und könntest von deiner Ignoranz befreit werden. Oder ich töte dich, wenn du magst. Exzellent. Sollen wir dann? Weißt du denn, wo wir Benjamin Church finden können? Ich fürchte nicht. Ich hoffte, er oder einer seiner Männer würden hierher zurückkehren. Ich kam aber leider zu spät. Sie waren hier und haben alles mitgenommen. Vielleicht kann ich seine Spur aufnehmen. Es war Proviant in diesen Kisten. Außerdem ärztliche Ausrüstung und Kleidung. Zu sehen, um ihnen zu folgen. Immer ich. Ich friere mich hier noch tot, wenn ich das nicht hinbiege. Gehörst du zu Ben Church? Sehr geschickt. Wegzulaufen war nicht klug. Was willst du? Wo ist Benjamin Church? Ich weiß nicht. Wir wollten zu einem Camp nördlich von hier. Da laden wir normalerweise unser Zeug ab. Vielleicht findest du ihn... Genug davon. Du hättest ihn nicht töten müssen. Verschwenden wir nicht unsere Zeit mit sinnlosem Geschwätz. Hol Churchs Männer ein, infiltriere ihr Lager und sieh, was du entdecken kannst. Was ist mit dir? Das spielt keine Rolle. Tu einfach, was ich sage. Church wird sich freuen und wir werden reich. Die Yankees tun mir fast leid. Zittern und hungern da draußen. Das ist dieser Acker. Die müssen ja nur die weiße Flagge hissen. Das hätten sie schon vor langer Zeit tun sollen. Die ganze Kämpferei, das hilft niemandem. Ohne gewinnt am Ende noch. Thank you.
Die Ausbeute war gut diesmal. Hab Schwarzpulver in den Kisten gesehen. Dafür gibt es etwas extra. Ei, Church wird sich freuen und wir werden gleich. Die Yankees tun mir fast leid. Zittern und hungern da draußen. Das ist ein mieser Abfall. Die müssen ja nur die weiße Flagge hissen. Das hätten sie schon vor langer Zeit tun sollen. Die ganze Kämpferei, das hilft niemandem. Die Krone gewinnt am Ende doch. Die Ausbeute war gut diesmal. Hab Schwarzpulver in den Kisten gesehen. Dafür gibt es etwas extra. Ei, Church wird sich freuen und wir werden reich. Die Yankees tun mir fast leid. Zittern und hungern da draußen. Das ist ein mieser Abfall. Die müssen ja nur die weiße Flagge hissen. Das hätten sie schon vor langer Zeit tun sollen. Die ganze Kämpferei, das hilft niemandem. Die Krone gewinnt am Ende doch. Wagen weg und treffe dich dann. Hey, wo ist der Aufseher? Bei dem Baum. Nicht zu übersehen. Ich danke dir. Wenn du hörst, was er vorhat, bedankst du dich nicht mehr. Sicher? Sicher oder nicht, ist nicht meine Entscheidung. Ich mache, was Church sagt. Wenn es dir nicht passt, geh zu ihm. Ist er hier? Natürlich nicht. Versteckt sich wohl in New York, sagt man. Und hält sich bedeckt. Schließlich will er nicht zurück in den Knast und so. Okay, bin dabei. Wen haben wir da? Der ist ganz verdächtig ums Lager rumgeschlichen. Ist bestimmt ein Yankee-Spion. Nein, der ist was anderes. Was Besonderes. Ist es nicht so, Haytham?
Church hat mir alles von dir erzählt. Dann solltest du es besser wissen. Du bist nicht in der Position, Drohungen auszusprechen, oder? Noch nicht. Wenn du mit diesen Kriegern fertig bist, treffen wir uns in New York. Was? Du willst einfach weg? Jetzt? Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollten wir auch nicht zusammenarbeiten. Unglaublich. Das dauert nicht. Soll wohl ein Tag sein, Freundchen. Ah, daneben. Einheitsbindel. Wenn du mit diesen Pflegern fertig bist, treffen wir uns in New York. Was? Du willst einfach weg? Jetzt? Wenn du nicht mit ein paar Söldnern fertig werden kannst, dann sollten wir auch nicht zusammenarbeiten.
werde Hilfe brauchen. Thank you.
Ja, Mann. Danke. Was ist geschehen? Die wollten, dass wir unsere ganze Ernte der Krone geben. Warren weigerte sich. Sie töteten das Vieh, salzten den Acker und zerrten uns raus. Den Rest kennt ihr ja. Ich fürchte, wir können euch nichts geben für die Hilfe Fremder. Wir haben nichts mehr. Vielleicht gibt es da etwas, was ihr tun könntet. Jederzeit. Ich lebe in einer kleinen Gemeinde, nicht weit weg. Der Boden ist gut. Meine Nachbarn können frisches Gemüse, Weizen und Mais gut brauchen. Wenn ihr eure Farm wieder aufbaut, würdet ihr gedeihen. Das ist sehr großzügig. Wir sehen es uns an. Danke.